Mal ehrlich, liebe Aktienlustfreunde, sucht ihr noch oder googelt ihr schon? Also mal ganz, ganz ehrlich, heutzutage sucht ja niemand mehr. Es wird ja nur noch gegoogelt. Und wenn jemand natürlich im Netz unterwegs ist und nur die kleinste aller Kleinigkeiten sucht, ja dann geht er doch auf die Google-Suchmaschine. Und wer steckt hinter Google? Ja, das große Unternehmen Alphabet, ja, und Alphabet hat ja dieser Tage Zahlen präsentiert und die Zahlen waren wirklich exorbitant gut. Gerade fürs erste Quartal hat man wieder ordentlich Wachstum hinlegen können. 9,4 Milliarden US-Dollar sind da alleine schon erlöst worden. Na gut, so manch einer fragt sich jetzt, ja, wie geht's denn da weiter? Meine, wird Google Alphabet in Zukunft denn nur noch von den Werbeeinnahmen leben? Na, dann schauen wir uns doch das Ergebnis mal relativ genau an, muss man doch sagen. Klar, wir hatten drei große Faktoren, die da Alphabet in die Karten gespielt haben. Ad 1, und das muss man fairerweise wirklich sagen, die Steuerreform von Donald Trump hat das Ergebnis natürlich massiv verbessert. Anstatt 20% Steuern zu zahlen, sind es letztlich nur 11% gewesen. Logisch, dass das natürlich eine Bilanz massiv aufhübscht. Zum anderen, und das weiß manch einer nicht, ja, man hat sich schon 2013 am Fahrdienst Uber beteiligt und damals war diese Beteiligung 377 Millionen US-Dollar wert. Heute schlagen da 3 Milliarden US-Dollar zu Buche und die kann natürlich ganz klar Alphabet für sich natürlich vereinnahmen und halt eben auch positiv verbuchen. Ja, und zum Dritten, und das ist ja, wie wir an der Börse sagen, die sogenannte Cash-Cow, da wo man wirklich Geld verdient, das ist natürlich der große Bereich der Internetwerbung. Alleine 86% an Geld, was man verdient hat über die Plattform Google, das ist natürlich letztlich Werbung. Und da hat man natürlich diesen exorbitanten Gewinn dann letztlich rausgeholt. Naja gut, jetzt muss man fairerweise sagen, wir haben ja momentan ein bisschen die Diskussion durch Facebook-Datenskandal, dass halt eben dementsprechend viel zu viele Daten bei gewissen Unternehmen unterwegs sind. Natürlich ist auch Google Alphabet eine Datenkrake, da wollen wir uns gar nichts vormachen. Die sammeln mindestens genauso viel Daten über uns wie halt eben Facebook. Auch klar, die wollen natürlich wissen, wie halt eben unser Verhalten im Netz ist, um das natürlich den Werbetreibenden dementsprechend dann auch anzubieten und damit Geld zu verdienen. Gut, jetzt hat man in den Vereinigten Staaten zuerst mal gesagt, ja, man möchte mehr Regulation, das heißt mehr halt eben darauf achten, was da tatsächlich mit den Daten passiert. Aber mal ehrlich, meine, selbst solche drohenden Szenarien der Regulationen, wie will man die denn de facto letztlich tatsächlich durchführen? Und wir haben es ja auch bei Facebook seinerzeit gesehen, ja, der Werbemarkt ist ja großartig nicht eingebrochen. Es waren 2, 3 größere Unternehmen, die da zuerst einmal von Facebook Abstand genommen haben. Aber das war es dann auch dementsprechend. Ja, und der Aktienkurs hat ja auch unterm Datenskandal nicht großartig gelitten. Ähnlich dürfte es natürlich bei Google genauso sein. Da wird man sicherlich auf die Daten achten. Man wird sich regulieren lassen, aber Regulation kann dann auch nur im Kleinen anstatt tatsächlich im Großen stattfinden. Das heißt also auch, wird in Zukunft Alphabet mit Google weiterhin richtig, richtig Geld verdienen und das über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und interessant fand ich, dass vor allen Dingen man hier investiert. Man denkt also natürlich weiter. Man muss ja weiterkommen mit der einzigen Geschäftsidee tatsächlich hier von Alphabet nur Google anzubieten oder mit der Uber-Beteiligung, da lässt man sich natürlich ganz klar nicht alleine mit aus. Nein, man hat investiert die Investitionen von 2,5 Milliarden auf 7,3 Milliarden US-Dollar nach oben geschraubt. Ja, da gehörten dann zum Beispiel Unterwasser-Kabelverlegungen dazu, wie aber auf der anderen Seite Immobilienkäufe, wo man sagen muss, für ein neues Google-Imperium, für einen neuen Google-Geschäftssitz. Aber man geht auch ganz klar in Forschung rein, in Technik rein und da investiert man richtig, richtig Geld von Alphabet-Seite aus, damit halt eben auch das Wachstum für die nächsten Jahre garantiert werden kann. Also von daher, die Aktie in etwa aktuell bei 879 Euro hat im ersten Jahr oder im letzten Jahr auf Einjahressicht gemacht 10%, aber allein
auf 3 Jahre Sicht, liebe Freunde der Aktienlust, 73% hat man da gewinnen können. Und ich denke, dass gerade eine Alphabet-Aktie, ja, die ja zu den sogenannten Fang-Aktien gehört, Facebook, Amazon, Netflix, Google, ja, die wird auch in den nächsten Jahren sicherlich ihren Anlegern Freude machen. Auch wenn das Wachstum vielleicht gerade in der Aktie ein bisschen verhaltener sein wird, nein, da wird man sich schon überlegen müssen, wie man halt eben hier nicht nur die große Fangemeinde der Sucher, der Suchenden, sondern natürlich auch der Aktionäre zufriedenstellt. Also dementsprechend gutes, hervorragendes Zahlenwerk bei Alphabet, dem Mutterkonzern von Google. Und da denke ich, kann man sich diese Aktie auch durchaus mal unter dem Aspekt anschauen, damit tatsächlich seinen Vermögensaufbau zu planen. In diesem Sinne, ich google noch ein bisschen weiter.